So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke und unser Ernährungsexperte Kanal Phänomenal hat mal wieder eine sehr köstliche Challenge gestartet. Da habe ich mich besonders drauf gefreut. Das ist wieder ein bisschen mit nicht einfach Essen, sondern Essen um Geschicklichkeit. Man wird unter Druck gesetzt automatisch. Das erinnert mich an das mit dem Adventskalender auf Zeit, den nicht nur leer essen, sondern die Türchen suchen, abreißen, in der richtigen Reihenfolge hin und her. Das ist eigentlich cool, diese Verbindung von einem kleinen Minispiel mit dann auch was essen und hin und her. Und diesmal hat er gesagt, 6 Brotzeiteier in 6 Minuten mit Schälen. Ja, da ist der Adi gleich wieder am Start. Die Packung durfte man schon aufmachen. Die habe ich gestern Abend im Stream mal kurz geöffnet. Habe ja schon mal meine Eier gezeigt. Das sind also hier 2 Orange, 2. Ja, warte mal. Das soll gelb sein. Guck, das ist gelb und das ist orange. Man sieht deutlich den Unterschied. Adi, du magst keine Eier, geh weg. Dann haben wir hier ein grünes. Hier haben wir ein blaues. Da haben wir da ein grünes, da haben wir ein blaues, da haben wir 2 Lilane. Die 6 Stück wollen wir jetzt natürlich schälen und essen. Auf Zeit. Aber weil ich gestern wieder zu viel gelabert habe im Stream, muss ich jedes Ei, was ich öffnen will, vorher einmal an meiner Stirn aufschlagen. Das ist die Special-Herausforderung. Ich habe auch nur einen Versuch. Ja, aber wenn es nicht geht, muss ich ja ein zweites Mal draufhauen. Ich muss also so doll das Ei an meine Stirn hauen, dass das 100% eine Bruchstelle bekommt zum Öffnen. Normalerweise habe ich ja erklärt, haue ich das immer einmal auf den Tisch und dann rolle ich das immer, dass die Schale überall brüchig wird und man das schön abziehen kann. Der Manuel habe ich gesehen, der hat das so 10-mal auf den Tisch gehauen und dann gegen die Wand geworfen und dann war es weg. Ein Spaß, aber auf jeden Fall möchte ich das einmal Stirn dann auseinanderbröckeln. Und weil ich gesagt habe, ich esse solche Eier ja eigentlich richtig gerne mit Chili-Soße, wenn ich zwischendurch mal Bock habe, mir irgendwas einwerfen will, dann am besten fixen Ei schälen und Chili-Soße dran. Da ich aber nicht die Zeit habe, jedes Mal die Chili-Soße drauf zu machen, werde ich einfach von dieser teuren, edlen, brutalen Flying Goose Chili-Soße jetzt mir hier was auf den Teller machen. Alter, da bröckelt schon alles ab. Wie alt ist die? So, wir tun uns mal hier was von der Soße auf den Teller. Diese scharfe, brutale, feurige, da geht noch was. Scharfe Chili-Soße und da werde ich das Ei dann einfach fix eintunken. Ach komm, wir machen noch mehr drauf. Da werde ich das Ei dann einfach eintunken, bevor ich es mir in den Mund stecke. Ist das jetzt Cheaten? Weil seine Eier waren trocken und meine sind scharf. Aber ich möchte mir nicht einfach 6 Eier reinpfropfen, wenn ich daraus jetzt eine vollwertige Mahlzeit machen kann, indem ich Chilisauce dazu esse. Ich habe heute extra noch nichts gegessen. Ich kam auch noch nicht dazu. Ich komme gerade frisch vom Community Raid. Das Video exportiert gerade nach der Spotlight-Stunde. Und das möchte ich versuchen, heute Abend für euch direkt schon rauszuhauen. Und Adi, jetzt hör doch mal auf, hier rumzuhüpfen. Im Endeffekt schaffe ich es nur immer nicht, weil der Adi mich ablenkt. Wir haben jetzt unsere 6 Eier hier. Seht ihr das? Wenn nicht, muss ich es nochmal ein Stück so verstellen, dass ihr das seht. Da sind die 6 Eier, da ist der Ramses, genau. Passt das überhaupt? Einmal so und dann hier auseinanderbröckeln. Am besten die Schalen auf den Teller machen. Gut, ich würde sagen, wir blenden wieder das Video von Kanal Phänomenal ein und legen gleich los. Mir ist aber schon wieder so schlecht und so schwummrig. Ich bin immer noch auf Entzug. Mal gucken, ob mir das gut bekommt, wenn ich mir jetzt noch die Eier an den Kopf haue, ne? Aber egal. Wir legen los. Challenge Start würde der Naturin sagen. Und zum Glück hat er eine Sport-Challenge gemacht. Da kann ich demnächst nämlich alles, was ich bei Manuel gegessen habe, bei Naturin wieder abtrainieren. So. Wir fangen an mit dem lilanen Ei und ich würde sagen, auf die Plätze, fertig und. So, schau mal. Geht. Einigermaßen. Das Gute ist, hier kann man nicht bescheißen, weil ich habe keinen Bock, die Eierschalen zu essen. Kann man zwar auch mit Schoki-Eiern machen, die es an Weihnachten immer gibt, so Schokoladeneiern. Aber da entpuppt sich das Schälen ja manchmal auch als richtig ätzend. Es geht einigermaßen hier. Okay, und rein. Mann, Mann, Mann.
kreiseln. Oh oh. Sag mal dreimal. Weil ich beim ersten nicht durchgezogen habe. Ich finde trotzdem, dass sie sich wunderbar schälen lassen. Fertig, ja. Alle Eier sind geschält. Alle Eier sind gegessen. Mir sitzt irgendwas quer, irgendwas ist hängen geblieben irgendwo. Gestern der Chevy hat auch gesagt, was, 6 Eier? Die esse ich doch in 3 Minuten. Hat er da das Schälen mit inbegriffen? Obwohl ein Kanal phänomenal da auch nur 3 Minuten 20 oder 3 Minuten 25 irgendwas gebraucht hat. Wir werden das jetzt auf jeden Fall entsorgen. Mir geht's gut. Die Stirn sieht auch noch gut aus. Wie gesagt, am Anfang ging das recht gut. Einmal draufhauen und dann schälen. Und danach irgendwann ist mir die Kraft flöten gegangen. Da musste ich mehrmals zuhauen. Das hat natürlich Zeit gekostet. Und hat die Stirn sinnlos beansprucht. Wir tun die Schalen jetzt säuberlich weg. Ihr seht den Haufen hier, das ist leer, das sind Schalen, das ist noch übrig. Da werde ich mir jetzt irgendwas zu essen noch draus basteln, denn das war jetzt nur die Vorspeise. Ihr werdet auch nicht denken, dass ich 6 Eier zum Frühstück esse oder was. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Sachen. Das mit Natururin muss ich mal gucken, vielleicht drehe ich das heute auch noch. Denn ich habe jetzt gegessen, da kann ich dann gleich noch was zu trinken dazu machen. Wenn ihr noch coole Challenges kennt oder irgendwas, schreibt's ruhig mal drunter. Ich interessiere mich immer wieder für neue Herausforderungen, um zu gucken, wie man abschneidet oder was lustig ist, was Spaß macht. Das Schälen ging relativ einfach, muss ich sagen. Ich will mich nicht selbst loben, aber ich glaube, ich habe schneller geschält als der Kanal phänomenal. Ich kenne mich eben aus mit Eiern. Da ist Spaß. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Euer Ramses.